So. Gehen wir zurück. Ist klar, haben die direkt vergessen. Er wird sich verletzen. Schon. Also Leute, ich bin hier gerade mal echt schlecht. Ich hab gerade mal echt. Du entkommst mir nicht! Doch, irgendwie ja schon. Ungläubiger, hier wirst du sterben. Such überall. Lass ihn nicht entkommen, ist er! Hier! Euch hol ich mir! Hier drüben! Hier drüben! Bin ich jetzt safe oder nicht? Ja. Gut, also ihr seht, also ich bin gerade mal echt schlecht im Taschendiebstahl. Ihr seht es ja selber. Ich komme auf keinen grünen Zweig. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, Leute, ich bin gerade mal echt still, weil das Kind mir ja gerade mal echt auf den Sack. Was mag ihn veranlassen, so zu rennen? Dass ich gerade mal echt so schlecht bin und kein Taschen... Also, so sollte es nicht weitergehen. Zumindest habe ich jetzt mal die richtige Taste. Geht doch. Er sollte keinen Ärger machen. Gut. Also haben wir das. Wovor rennt er denn weg? Was muss ich denn jetzt machen? Warum tut er das? Ich will da nicht rein. Okay. Also, jetzt können wir uns wieder aufs Spiel konzentrieren. Aber einer wie Al-Mualim möchte diesen Traum zerstören. Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge. Folgt mir nicht. Ah, ich muss ja ein Stück von dem weggehen oder was? Ich sehe, wie ihr mich anblickt. Höre die Dinge, die ihr sagt. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt. Einer besseren Welt, in der alle Menschen ja, komm, gleich sind. Jalla. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Nix. Traum zerstören. Al-Mualim ist toll. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Gut. Jetzt müssen wir dem folgen. Zu einem abgelegenen Ort. Gucken, was abgelegen ist. Wo? Abgelegen ist, wo irgendwie keine Wachen sind.
diese da. So ein Narr. Jetzt bin ich gespannt, ob ich wenigstens das hinkriege, weil prügeln kann ich normalerweise. Also prügeln bin ich in Assassin's Creed immer sehr, eigentlich sehr gut gewesen. Das hätte mir besser nicht gesagt. Genug! Verdammt. Ich beuge mich! Ich hätte weiter drauf hauen wollen. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Ihr? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Jo. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Schön. Tod. Ihr habt euch bewährt, Alter ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Oh mein Gott. Was wird aus dem Bösen geholfen hat. Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Komm. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. 9 Stück. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Halbe Stunde reicht das. Und für euch selbst. Mal gucken. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Okay. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Rafik? Ihr werdet sehen. Er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Komm, lass gehen. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Komm's gut. Kletterer Dash. Schön. Steckt die Klinge wieder da. So, und hier muss ich jetzt, glaube ich, kämpfen. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Gar nichts. Bam, bam, bam.
prächtig. Tja. Jetzt bleibt der Boden liegen und ist tot. Alter. Also das war's dann schon wieder. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Also kämpfen können wir. Ende dein Leben. Prächtig. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Oh, das ist ein geiler Glitch. Sah das scheiße aus. So, Combo Kill Ding Tutorial verlassen. Ja, verlassen. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Nö. Ja. Ihr seid beschäftigt. Ich verstehe. Haltet eure Klinge. Oh, sorry, Leute. Diese wilden Hiebe öffnen dem etwas. So. Ich musste gerade mal ganz kurz nochmal komplett ausmachen. Ihr kriegt mit, ich bin auch übelst krank. Tut mir sorry. Als allererstes versteckte Klinge auswählen. Nein, nein, versteckte Klinge auswählen. Also ihr hört, ich bin auch krank, das wollte ich damit sagen. Kater. Wir müssen da runter. Ja, ist ja gut. Das dürfte mir tun, sag ich doch. Was tut der denn? Was bringt ihn dazu, das zu tun? Was ist denn gefahren? Was mich dazu bringt? Meine Mutter. Was bringt oder? Nee, schade. Ja, ist gut. Sehr gut, sehr gut. Der flieht doch vor etwas. Also fliehen würde ich das jetzt nicht gerade nennen. Ich hol jetzt erstmal ab. Also das sind Passagen, die mir überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Reitpassagen, Vor allem, weil ich auf dem Pferd echt schlecht bin, deswegen freue ich mich drauf, sobald wir uns teleportieren können. Weil ich bin im Reiten erstens sauschlecht, zweitens kann ich's nicht, drittens mag ich's nicht. Pferde gehören auf den Grill, ganz einfach. So. Wurden sie entdeckt, stoßen sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen sie ihre Sprintfähigkeit, wenn der Weg frei ist. Ja, ich sprinte so oder so andauernd. Wovor flieht er nur? Oh, der flieht doch vor etwas. Nein, tue ich nicht. Toll, das hat's jetzt gebracht. Ein Aussichtspunkt. Gott, da muss ich auch noch hoch. Tut das nicht nochmal! Ja.